Spielanleitung zu Era of Tribes. In diesem Zivilisationsspiel spielt ihr eins von 8 Völkern aus Europa und Nordafrika und versucht über verschiedene Epochen euer Reich auszubauen und an Einfluss zu gewinnen. So sieht das Spielbrett in Gänze einmal aus. Wenn man ein bisschen genauer hinguckt, sieht man, dass es hier so abgetrennte Felder gibt. Das sind die sogenannten Provinzen. Es gibt unterschiedliche Arten von Provinzen. Waldprovinzen, Bergprovinzen, Hügelprovinzen, Provinzen, in denen man Nahrung bekommt. Weiter im Süden gibt es noch Wüstenprovinzen und es gibt Wasserprovinzen. Durch die Kontrolle von Provinzen erhält man Zugang zu bestimmten Ressourcen. Unter anderem gibt es zum Beispiel Provinzen mit so einem Ährensymbol oder solche Provinzen mit einem Fischsymbol drauf. Dort erhält man diese Plättchen, die Nahrung symbolisieren, und die sind unter anderem hinterwichtig für das Wachstum eures Volkes. In anderen Provinzen wiederum gibt es sogenannte Luxusgüter. Die erkennt man daran, dass das Symbol auf gelbem Grund ist. Da gibt es dann hinterher so einen Token für. Diese Luxusgüter helfen einem später in der Aktionsphase, den Effekt seiner Aktion etwas zu erhöhen. Dann gibt es aber auch noch Symbole auf weißem Grund. Das sind sogenannte Militärgüter. Da gibt es 2 unterschiedliche. Einmal Pferde und einmal Erz. Die sind hinterher wichtig für Bewegungsaktionen oder Kämpfe. Ein wichtiger Faktor in Era of Tribes ist die Moral eures Volkes. Die wird auf dieser Leiste hier abgetragen. Die Moral wird im Spiel über diese Maske dargestellt. Sie ist unter anderem wichtig für das Wachstum eures Volkes, gibt euch im Kampf Vorteile und am Ende gibt es da auch Siegpunkte für. In Era of Tribes geht es auch darum, euer Volk durch bestimmte technologische oder kulturelle Errungenschaften voranzubringen. Das wird hinterher über dieses Forschungsfeld hier gemacht. Da gehen wir natürlich später nochmal im Detail drauf ein. Nur hier schon mal vorab, es gibt insgesamt 6 Forschungszweige. Zum einen den Handel. Fortschritt auf dieser Leiste erhöht hinterher euren Output, wenn ihr die Aktion Handel macht. Dann gibt es den Forschungszweig der Mechanik. Der erhöht euren Bewegungsradius, hier dargestellt über dieses Fußsymbol. Und wenn ihr hier voranschreitet, könnt ihr auch euer stehendes Heer vergrößern, was euch wiederum im Kampf hilft. Dann gibt es hier Architektur mit den Stadtsymbolen. Je mehr ihr hier voranschreitet, umso mehr Städte dürft ihr bauen. Fortschritt auf dieser Landwirtschaftsleiste hier verschafft euch Zugang zu mehr Nahrungsressourcen. Und dann gibt es noch den kulturellen Fortschritt hier. Der gibt euch Siegpunkte und auch zusätzliche Moralpunkte, je weiter ihr nach vorne kommt. Zu guter Letzt gibt es noch die Navigation. Wenn ihr hier voranschreitet, könnt ihr immer schnellere Flotten bauen. Um auf einer Fortschrittsleiste voranzukommen, muss man eine bestimmte Aktion machen, sehen wir gleich noch, und braucht hauptsächlich Gold, um voranzukommen. Ganz wichtig, am oberen Rand des Spielbrettes ist die sogenannte Epochenleiste. Je nachdem, auf welche Spiellänge man sich zu Beginn des Spiels einigt, kann man hier vom Neolithikum, also Steinzeit, bis hin zum Hochmittelalter spielen. Für das Fortschreiten von einer Epoche in die nächste gibt es immer zusätzliche Erfahrungspunkte. Und jede Epoche hat auch ihre ganz besonderen Boni. Zum Beispiel würde es hier in der zweiten Epoche einen zusätzlichen Anführer geben, mit dem man dann hinterher zusätzliche Aktionen durchführen kann. Aber um von einer Epoche in die nächste zu kommen, muss man immer Bedingungen erfüllen, und zwar sind die hier dann unten angegeben. Allerdings muss man immer nur 2 der 3 angegebenen Bedingungen erfüllt haben. Die Ausnahme ist da das letzte Zeitalter, das Hochmittelalter, da muss man alle erfüllt haben. Aber grundsätzlich geht es immer um eine Anzahl von Luxusgütern, die man haben muss, Anzahl von Städten oder Anzahl von Forschungsschritten. Es gibt insgesamt in einem normalen Spiel 6 Möglichkeiten, das Spiel zu beenden und die Endwertung auszulösen. Und ein Spielziel ist es eben, die Antike zu erreichen, oder Ancient Times, wie es hier heißt. Die anderen Spielendbedingungen sind auf diesem Übersichtstableau abgebildet. Hier, da haben wir schon drüber gesprochen. Aber man kann auch das Spiel beenden, indem man 25 Provinzen beherrscht oder 15 Fortschritte hat. Oder wenn der Einflussmarker den Triumphzugmarker trifft, dazu kommen wir später nochmal. Oder wenn man alle Heimatprovinzen seiner Feinde erobert. Oder wenn man eine bestimmte Anzahl von Erfahrungspunkten hat. Das ist immer abhängig, mit wie vielen Spielern man spielt. Im 2-Spieler-Spiel wären das zum Beispiel 25 Erfahrungspunkte. Im 4-Spieler-Spiel wären es 21 Punkte. Das sind immer nur die Spielendbedingungen für ein normales Spiel. Wenn man sich dazu entscheidet, ein langes Spiel zu spielen, gibt es im Regelheft hier die erweiterten Bedingungen. Während für ein normales Spiel und ein langes Spiel nur die Erfüllung einer dieser Bedingungen zum Spielende führt, müsste man bei einem epischen Spiel 4 dieser Bedingungen erfüllen, damit es zum Spielende kommt.
Jetzt spielt man bei Era of Tribes nicht immer mit der gesamten Fläche, sondern je nachdem, mit wie vielen Spielern man spielt, hat man eine Auswahl von verschiedenen Szenarien. Die sind hier auf diesen zwei Seiten in der Spielanleitung dargestellt. Man entscheidet sich dann für eins dieser Szenarien und grenzt das Spielbrett dann mit diesen Steinen ein. Nach dem Motto hier. Auf dem gesamten verfügbaren Spielbrett werden jetzt anhand der Symbole in den Provinzen diese einzelnen Token verteilt. Sollte man mit Provinzen spielen, auf denen so Barbaren-Symbole drauf sind, werden dafür nochmal diese Barbarenplättchen gemischt und entsprechend verteilt. Was sich genau darunter verbirgt, sehen wir natürlich gleich nochmal. Außerdem wird jetzt das sogenannte Kampftableau mit den zwei Würfeln und den drei Tokens hier beiseite gelegt. Da kommen wir natürlich auch gleich nochmal im Detail drauf. Neben das Kampftableau kommen jetzt diese grauen Vasallen. Das sind die Einheiten, mit denen unter anderem die Barbaren kämpfen. Und dann gibt es diese grauen Anführer. Von denen werden immer die Spielerzahl mal 2 minus 1 bereitgelegt. Also im Zweispielerspiel werden 3 hier nebengelegt. Das sind zusätzliche Anführer, die erworben werden können, die dann auch wieder zusätzliche Aktionsmöglichkeiten mit sich bringen. Bevor die Spieler sich jetzt für ein Volk entscheiden, entscheiden sie sich erstmal für eine Spielfarbe. Und mit diesen Farben kann man dann schon mal die ersten Spielvorbereitungen treffen. In diesem Fall machen wir das mal mit Blau und Rot. Dann stellt jeder Spieler mit diesen runden Tokens erstmal den Beginn auf der Forschungsleiste dar. Das sieht dann hinterher so aus. Jeweils ein Stein eines jeden Spielers auf dem dafür vorgesehenen Startfeld einer jeden Fortschrittsleiste. Dann legt wiederum jeder Spieler einen runden Token auf das Startfeld auf der Moralleiste. Und dann gibt es diese Anführerfiguren. Davon stellt auch jeder Spieler eine Figur im Bronzezeitalter auf diesen entsprechenden Kreis. Wenn man ein langes Spiel spielt, also nach der Antike noch weitermacht, dann kämen noch hier Anführer auch auf die Antike. Dann wird ein erster Startspieler gewählt. Das ändert sich im Laufe des Spiels immer wieder. Der wird dann hier auf das Feld mit der 1 gelegt, hier unten, mit den etwas dickeren Würfeln. Und die anderen folgen dann im Uhrzeigersinn. Dann werden die anderen zwei großen Würfel auf Feld 1 der Einflusspunktleiste oder Siegpunktleiste gelegt. Dabei ist der erste Startspieler auch hier ganz vorne auf dem Feld. Und dann folgen die anderen Spieler. Schon mal vorab, hinterher wird der Spieler der neue Startspieler, der ganz hinten auf dieser Leiste ist. Dann werden noch die sogenannten Triumphzug-Token aufgestellt. Und zwar auf dieser Leiste rund ums Spielbrett, da wo das entsprechend gekennzeichnet ist. Im Zwei-Personen-Spiel starten die Triumphzüge auf diesem Feld in der Nähe von der 25. Kurz dazu, für gewonnene Kämpfe geht man gegen den Uhrzeigersinn weiter und für verlorene geht man zurück. Dadurch kann man Moral und Erfahrungspunkte gewinnen. Und wie schon mal gesagt, wenn mein Triumphzugmarker, mein Erfahrungspunktmarker auf der Leiste trifft, ist das auch eine Spielendbedingung. Jetzt zieht jeder Spieler verdeckt 2 dieser Einflusskarten. Beginnend beim Startspieler. Der sucht sich davon eine Karte aus, legt sie vor sich hin, tut die andere wieder oben drauf. Der nächste Spieler zieht sich wiederum 2 Karten, also mit dieser alten Karte vom ersten Startspieler. Sucht sich davon eine geheim aus. Und so weiter. Diese verdeckten Einflusskarten der Spieler werden ganz am Ende nochmal nur für den entsprechenden Spieler gewertet. Wenn diese Karten gewertet werden, gibt es nochmal Punkte, je nachdem, wie gut man dieses Ziel darauf erfüllt hat. Da geht es unter anderem um die Kontrolle von bestimmten Provinzen oder wer am meisten Luxusgüter hat, aber auch noch viele andere Sachen. Da gibt es eine ganz gute Übersicht hier in der Spielanleitung. Nachdem jetzt jeder Spieler eine persönliche Einflusskarte gezogen hat, kann er sich ein Volk aussuchen, was dieses Ziel seiner Meinung nach am besten erreichen kann. Wenn man sich noch nicht so gut mit den einzelnen Völkern auskennt, kann man das Ganze natürlich auch total zufällig erstmal gestalten. Grundsätzlich sind alle Völker im Detail etwas unterschiedlich, das sehen wir später nochmal. Und jedes Volk hat seine bestimmten Startprovinzen. Die kann man immer erkennen an dem großen Symbol auf dem Volktableau. Die korrespondieren dann mit den entsprechenden Symbolen auf den Provinzen. Auf genau diesen Heimatprovinzen
werden dann auch die ersten kleinen Würfel gelegt. Das sind die sogenannten Vasallen. Und wenn man dadurch schon eine Provinz kontrolliert, auf denen so ein Token drauf ist, darf man den direkt an sich nehmen. Nahrungstokens kommen immer hier direkt auf das Volktableau, auf diesen Teller. Luxusgüter, diesen gelben Grund, kommen neben das Volktableau. Und Militärgüter kommen immer hier oben auf das Feld des stehenden Heeres. Eure Armee quasi. Wenn man jetzt im verfügbaren Spielfeld auch noch Startprovinzen von Völkern hat, die nicht mitspielen, werden auf diese auch diese Barbarenplättchen gelegt. Jetzt werden aus den verbleibenden Einflusskarten zwei gezogen. Und diese werden hier oben auf diese Flächen platziert. Eine dieser beiden Karten wird immer gewertet, sobald der erste Spieler in eine neue Epoche reingeht. Das heißt, man kann schon so ein bisschen gucken, wo es irgendwann später Siegpunkte für gibt. Wenn dann eine gewertet wurde, wird die ersetzt durch eine neue. Und immer der erste Spieler, der in die neue Epoche kommt, darf wählen, welche Karte gewertet wird. Zu guter Letzt darf sich jetzt jeder Spieler auf irgendeiner Forschungsleiste ein erstes Feld fortsetzen. Der blaue Spieler könnte das zum Beispiel hier machen und der rote hier. Eventuelle Boni würden sofort eingestrichen. Kommen wir später nochmal zu. Dafür gibt es keine zusätzlichen Erfahrungspunkte, wie später im Spiel. Das ist dadurch abgegolten, dass jeder Spieler bereits auf dem Feld 1 der Einflussleiste beginnt und nicht auf dem Feld 0. Jetzt kommen wir zur Vorbereitung auf dem Volktableau. Vollbestückt sieht das jetzt so aus. Machen wir eben eine kurze Übersicht. Hier auf diesem Tellersymbol liegt schon die erste Essensressource. Die hat der Spieler des Germanenvolkes schon über seine Heimatprovinzen eingestrichen. Diese werden immer hier gesammelt. Je mehr Nahrungsressourcen ich hier drauf habe, umso mehr kann mein Volk hinterher wachsen. Nahrungsressourcen kommen hier drauf, wenn ich Provinzen mit Nahrungsressourcen kontrolliere oder durch Fortschritte bei der Landwirtschaft. Ressourcen werden hier runtergenommen, wenn ich Städte baue. Kommen wir später nochmal zu. Dann gibt es hier das sogenannte Feld der freien Vasallen. Das ist so, am Anfang hat man 12 freie Vasallen zur Verfügung. Von diesen 12 freien Vasallen werden auch die Heimatprovinzen bei der Startaufstellung bestückt. Der Germane hatte 2 Startprovinzen. Da stehen jetzt diese schon drauf, sodass er jetzt hier nur noch 10 stehen hat. Beim Wachstum bzw. bei der Expansion des jeweiligen Volkes werden die neuen Einheiten zunächst immer hier rausgenommen. Hier neben ist ein Feld, das ist zunächst leer hier bei den Germanen. Das ist das sogenannte stehende Heer oder Regular Army. Durch Aktionen, die wir später noch sehen werden, können wir Vasallen hier reinstellen und die können uns bei jedem Kampf behilflich sein. Hier unten haben wir jetzt eine Leiste mit 8 Städten und jeweils 3 weiteren Vasallen. Wenn ich Städte baue, mache ich das immer von hier und gehe dann darüber. Wenn ich dann eine aufs Brett bringe, kommen diese 3 Vasallen hier oben hin zu meinen freien Vasallen. Das heißt, auch mit denen kann ich in Zukunft wachsen. Zu den Feinheiten des Stadtbaus kommen wir später. Und jetzt ganz wichtig, hier in der Mitte haben wir die Übersicht über die 7 möglichen Aktionen. Auf diesen Aktionen werden hinterher diese Anführer platziert und dann können die Aktionen ausgeführt werden. Außerdem startet jeder Spieler mit 5 Gold. Bevor wir die einzelnen Spielaktionen im Detail uns angucken, gucken wir einmal die Spielphasen an. Die insgesamt 6 Phasen sind hier auf diesem Übersichtstableau aufgeführt. In der ersten Phase wird die Moral angepasst. Und zwar je nachdem, wie viele Städte ich bereits auf dem Tableau habe, verliere ich in dieser Phase Moralpunkte. Außerdem verliert jeder Spieler, der sich noch in der Steinzeit befindet, eine Moral. Wenn ein Volk schon mal Hunger leiden musste, das wird symbolisiert durch ein umgedrehtes Nahrungsplättchen, verliert man pro Hungerplättchen auch eine Moral pro Runde. Weil das Volk nicht vergisst, wenn man mal Hunger gelitten hat. Wie es zu Hunger kommt, sehen wir gleich auch. All diese Anpassungen passieren hier auf dieser Leiste. In der nächsten Phase wird die neue Spielreihenfolge festgelegt. Dazu wird auf den derzeitigen Stand auf der Erfahrungspunktleiste geschaut. Der letzte auf dieser Leiste wird der erste in der nächsten Runde sein. Danach folgend wieder im Uhrzeigersinn. Wenn man einen neuen Erfahrungspunkt bekommt, geht man auch immer ganz ans rechte Ende. Das heißt, wenn einer nachfolgt, wird er dahinter stehen und der blaue wäre quasi so gesehen vor ihm. Und das hätte dann Effekt auf die Spielreihenfolge. Die ersten beiden Phasen fallen vor der ersten Spielrunde aus. Dort beginnt man direkt mit der Aktionsphase. In der Aktionsphase setzen jetzt reihum alle Spieler, beginnen beim Startspieler, ihre Anführer auf eine Aktion und aktivieren diese. Das wird so lange gemacht, bis alle Spieler keine Anführer mehr zur Verfügung haben. Spieler können sich auch dazu entscheiden, mit mehreren Anführern eine Aktion zu aktivieren.
Außerdem können auch zusätzlich zu den Anführern, die eine Aktion aktivieren, auch Luxusgüter eingesetzt werden. Die geben dann nochmal einen extra Effekt. Sowohl die eingesetzten Anführer als auch die Luxusgüter, die eingesetzt wurden, sind nach der Aktionsphase nicht weg oder verbraucht. Nein, die kommen danach wieder neben das Spielbrett. Luxusgüter bleiben immer in meinem Besitz, bis ich die entsprechende Provinz mit meinen Einheiten verlassen habe oder bis sie mir von einem Gegenspieler abgenommen wurde. Ein Spieler kann in einer Aktionsrunde eine Aktion nur einmal aktivieren. Das heißt, wenn dieser Anführer diese Aktion aktiviert hätte und einmal reihum gespielt wurde, könnte ich meinen zweiten Anführer nicht nochmal hier draufsetzen, sondern müsste eine andere Aktion wählen. Die Aktionsmöglichkeiten gibt es gleich nochmal im Detail. Wenn jetzt alle Spieler alle ihre Anführer gesetzt haben und ihre Aktionen durchgeführt haben, kommt es zur vierten Phase, der sogenannten Autoexpansion. Alle Spieler, die sich in der Aktionsphase nicht für die Aktion Expansion entschieden haben, expandieren hier trotzdem. Allerdings mit etwas abgeschwächtem Effekt. Das wird hinterher deutlich, wenn wir die Aktion Expansion hier besprochen haben. In der fünften Phase werden dann alle eingesetzten Anführer und Luxusgüter wieder vom Brett genommen. Und in der sechsten Runde wird dann geschaut, ob ein Spieler die Spielendbedingungen erfüllt. Die waren ja hier aufgezeigt. Wenn das der Fall ist, kommt es zur Endwertung. Wenn nicht, geht es wieder los mit der ersten Phase. Jetzt gehen wir die Aktion mal durch und fangen mit der Expansion an. Mit dieser Aktion breitet man sein Siedlungsgebiet aus, kommt an neue Güter, baut Städte oder löst Kämpfe aus. Der Spieler hätte jetzt diese Aktion mit einem Anführer und einem Luxusgut, in diesem Fall Gold, aber das ist eigentlich egal, aktiviert. Und dann führt man in dieser angegebenen Reihenfolge die folgenden Schritte durch. Einmal neue Vasallen aufs Brett bringen, dann Bewegung, dann eventuell Stadtbau und dann eventuell Kampf. Wie viele neue Vasallen kann ich jetzt aufs Brett bringen? Da gibt es diese folgende Kalkulation. Und zwar nehme ich alle Tokens, die hier drin sind, in diesem Fall 2, plus meine Moral, das ist dieses kleine Symbol, plus 1 pro jedes Luxusgut, das ich einsetze, plus 2 für jeden Anführer, den ich einsetze. Also könnte mein Volk insgesamt um 2, 4, 5 neue Vasallen wachsen. Diese neuen 5 Vasallen kann ich aus meinem Feld der freien Vasallen rausnehmen und aufs Brett bringen. Sollte mein Feld der freien Vasallen leer sein oder ich habe nicht mehr genug freie Vasallen hier oben, kann ich mich auch von den Vasallen hier unten bedienen, die bei meinen noch nicht gebauten Städten stehen. Aber für jeden Vasallen, den ich so akquiriere, verliere ich 2 Moral. Inhaltlich bedeutet das, dass ich ohne diese entsprechende Stadt, die ist ja noch nicht gebaut, diesen zusätzlichen Vasallen noch nicht wirklich regieren kann. Das bedeutet auch dieses Piktogramm neben der Moralleiste. Auf der anderen Seite kann ich aber auch auf Wachstum verzichten, sprich, ich hätte Anspruch auf 5 neue Vasallen. Ich will aber nur um 2 Vasallen wachsen, das heißt, ich verzichte auf 3 Wachstum. Dafür bekomme ich 1 Moralpunkt plus. Das bedeutet dieses Piktogramm hier. Verzicht auf 3 plus 1. In diesem Fall entscheide ich mich aber dafür, um volle 5 zu wachsen. Und zwar darf ich immer maximal 1 neuen Vasallen auf eine Provinz mit einem Vasallen von mir stellen. Oder in eine Provinz, in der ich bereits eine Stadt habe. Auf diese Weise habe ich nach der ersten Expansionsphase maximal 2 Vasallen in einer Provinz. Jetzt wird es weitergehen mit der zweiten Expansionsphase, und zwar der Bewegung. Diese wird auch in dieser angegebenen Reihenfolge abgehandelt und beginnt mit einem möglichen Flottenbau. Das ist angedeutet mit diesem Vasallenwürfel und dem Fall auf eine blaue Wasserfläche. Dazu muss ich aber folgende Bedingungen erfüllt haben. Ich muss mindestens auf Stufe 1 der Navigationsfortschrittsleiste stehen. Außerdem brauche ich auch noch an eine von meinen Provinzen angrenzende Wasserprovinz. Wir klammern jetzt mal diese kleinen Seeprovinzen hier aus. Die haben eigentlich keine Bewandtnis. Die zeigen nur die Eckpunkte dieser Hexfelder auf einer Landfläche. Deswegen verlagern wir dieses Beispiel mal eben an die See. Das sieht dann so aus. Hier hätten wir auch expandiert. Und ich hätte jetzt die Bedingung erfüllt und könnte jetzt den neuen Vasallen, den ich hier draufgestellt habe, auf ein angrenzendes Seefeld bewegen. Wie abgebildet auf der Fortschrittsleiste, kostet mich das auf der ersten Stufe 2 Taler oder Gold.
Ich kann das mit beliebig vielen neuen Vasallen machen. Ich muss nur immer wieder das Geld dafür aufbringen. Also dieser könnte das ebenso machen, könnte in dieses Feld rein. Würde wieder 2 Taler kosten. Natürlich kann ich auf den Flottenbau auch ganz verzichten. Nächster Schritt wäre, ich füge neue Vasallen meinem stehenden Heer zu. Bedeutet dieses Symbol hier mit dem kleinen Pfeil daneben. Auch dafür muss ich wieder eine Bedingung erfüllen. Und zwar brauche ich da mindestens Stufe 1 auf der Mechanik-Fortschrittsleiste. Jetzt könnte ich neue Vasallen meinem stehenden Heer hinzufügen. Und zwar durch die Abgabe von Talern. Auf der Stufe 1 der Mechanik würde mich das pro Vasallen 1 Taler kosten. Ich kann da aber auch wieder so viele der neu hinzugekommenen Vasallen hier reinstellen, wie es mein Geldvermögen zulässt. Man muss natürlich berücksichtigen, je mehr ich hier reinstelle in der Expansionsphase, umso weniger kann ich mich gleich in andere Provinzen fortbewegen. Der Vorteil ist aber, dass mir diese Vasallen hier in jedem Kampf helfen werden. Jetzt kommen wir zu diesem Symbol hier. Das ist der Vasallenwürfel auf einer Stadt. Das bedeutet, dass ich einen sogenannten Handelskontor einsetze. Das heißt, wenn ein bestimmter Spieler mit seinen Provinzen angrenzend ist zu meinem Reich, könnte ich einen der neu eingesetzten Vasallen nehmen und auf seine Stadt legen. Ich müsste dann dem blauen Spieler 1 Taler geben oder so einen Vertragstoken. Wie man daran kommt, sehen wir später. Und im Gegenzug würde der rote Spieler so einen +1-Marker auf das Handelsaktionsfeld legen. Das heißt, bei jeder folgenden Handelsaktion bekommt er mehr aus dieser Handelsaktion heraus. Außerdem erhält der rote Spieler noch für diesen Handelskontor 2 Moral. Wichtig, ich kann immer nur einen Handelskontor in meiner Aktionsrunde einrichten. Und noch wichtiger, ich kann Handelskontoren nur einrichten, wenn ich mindestens auf Stufe 2 der Handelsfortschrittsleiste bin. Das bedeutet dieses Symbol hier auf der Stufe 2. Zu guter Letzt kommen jetzt hier noch die Bewegung auf Land und die Bewegung auf Wasser. Die Bewegung auf Land ist jetzt recht simpel. Alle meine neu hinzugekommenen Vasallen können jetzt in eine angrenzende Provinz sich fortbewegen. Wenn dort noch Güterplättchen vorhanden sind, werden diese aufgenommen und entsprechend wieder auf bzw. neben das Volktableau gelegt. Solange ich noch nicht auf Stufe 2 der Mechanik bin, habe ich wirklich nur die Möglichkeit, in angrenzende Gebiete reinzugehen. Das bedeutet hier das Fußsymbol mit der 1 drauf. Spätestens wenn ich auf dieser Stufe bin, kann ich sogar weiterziehen mit meinen Vasallen. Außerdem habe ich immer einmalig in meiner Aktionsrunde die Möglichkeit, ein Pferd, was ich hier oben eigentlich immer in meiner Regular Army habe, einzusetzen. Das heißt, ich setze es neben mein Volktableau und kann dann die Bewegung eines Vasallen um 2 erhöhen. In diesem Beispiel könnte dieser dann 3 Felder weit gehen. In der nächsten Aufräumphase könnte ich dieses Pferdchen dann wieder hier drauf zurücklegen. Natürlich nur, solange ich die Provinz mit den Pferden noch mal ein eigen nennen darf. An dieser Stelle wichtig, immer wenn es im Spiel dazu kommt, dass eine Landprovinz abgeschnitten ist von den anderen Provinzen des Spielers, sprich es gibt keine Verbindung über andere Landprovinzen, entsteht eine sogenannte Kolonie. Immer dann verliert der Spieler auch 2 Moralpunkte. Dann geht es weiter mit den sogenannten Flottenbewegungen. Gemäß meinem Fortschritt auf der Navigationsleiste habe ich entsprechend viele Bewegungspunkte für meine Flotten. In unserem Beispiel hätte ich jetzt hier eine Flotte und wäre auf Stufe 1 der Navigationsleiste, hätte demnach 2 Bewegungspunkte mit dieser Flotte. Könnte dementsprechend zum Beispiel nach hier fahren. Hier greift nicht diese Kolonieregel, weil es sich ja hier um eine abgeschnittene Seeprovinz handelt. Ich kann die Bewegungspunkte meiner Flotte aber auch anders nutzen. Angenommen, ich hätte jetzt hier eine Flotte und hier eine Flotte, hätte quasi von dieser Landprovinz bis zu dieser Landprovinz eine durchgehende Flottenstrecke, dann könnte ich jetzt diesen Vasallen über diese Flotte hierhin bewegen. Dieser Vasall hätte für diese Bewegung nur 1 Bewegungspunkt aufgewendet, aber auch die Flotten hätten pro Vasallen, den sie so befördern, 1 Bewegungspunkt aufwenden müssen. Das heißt, dieser Vasall hat 1 Bewegungspunkt weniger und wenn man noch nicht weiter fortgeschritten ist auf der Mechanikleiste, war es das auch für ihn jetzt. Die beiden Flotten hätten auch 1 Punkt weniger. Und weil wir uns gerade auf Stufe 1 der Navigation befinden, haben alle Flotten 2 Bewegungspunkte. Also haben sie noch 1 Bewegungspunkt übrig und könnten jetzt zum Beispiel noch einen weiteren Vasallen transportieren. Oder sie bewegen sich irgendwie. An dieser Stelle nochmal. Hier würde die Kolonieregel wieder greifen. Ich habe ja hier eine
Landprovinz ohne Landverbindung zu den anderen Provinzen. Also diese Flotten helfen da auch nicht. Deswegen müsste der Spieler wieder 2 Moral abgeben. Es gibt so spezielle Felder hier am Rand des Spielbretts. Das sind so Füße mit 4 Punkten drauf. Das ist dann eine etwas weitere Strecke. Hier zum Beispiel geht es nach Südamerika. Da müsste man schon 4 Bewegungspunkte aufwenden, um über diese Grenze rüberzukommen. So, jetzt kann es sein, dass ich am Ende meiner Bewegung 3 Vasallen in einer Region zusammengezogen habe. Dann könnte ich auch die dritte Phase der Expansion machen. Und zwar eine Stadt gründen. Alles, was ich dafür tun muss, ist die 3 Steinchen aufzunehmen. Die kommen zurück zu meinen freien Vasallen. Dann nehme ich die nächste Stadt, die verfügbar ist, stelle sie entsprechend hin und die Vasallen, die bei der Stadt standen, kommen hier oben auch zu den freien Vasallen. Aber immer wenn ich eine Stadt baue, muss ich auch 2 Nahrung abgeben. Das bedeutet dieses Symbol hier. Hätte ich jetzt schlecht geplant und ich hätte nur noch 1 Nahrung da gehabt, dann müsste ich das abgeben und müsste hier eigentlich noch 1 abgeben, das habe ich nicht. Das heißt, mein Volk leidet Hunger. Immer wenn ich so ein Hungerplättchen habe, verliere ich auch in der ersten Phase 1 Moralpunkt. Auch wenn ich im späteren Verlauf durch das Hinzugewinnen eines neuen Nahrungstokens dieses wieder neutralisieren kann, liegt der Hungermarker weiterhin bis zum Ende des Spiels neben meinem Tableau. Und bis zum Ende des Spiels verliere ich jede Runde 1 Moralpunkt. Nochmal zur Wiederholung, mein Volk vergisst nicht, wenn es einmal Hunger leiden musste. Zur Erinnerung, Städte kann ich nur bauen, wenn ich mindestens auf Stufe 1 der Architekturleiste bin. Der Vorteil von Städten ist, ich kann damit in höhere Epochen einsteigen. Die Kosten für Entwicklung werden günstiger. Außerdem bekomme ich durch Städte noch einen Verteidigungsbonus im Falle eines Kampfes. Meine Steuereinnahmen erhöhen sich. Außerdem bekomme ich durch den Stadtbau natürlich nochmal neue freie Vasallen, die ich einsetzen kann, ohne dafür Moral zu verlieren. Einen Nachteil haben wir schon gesehen. Die Stadt muss ernährt werden, also 2 Plättchen kommen weg. Außerdem steigt mein Moralverlust pro Runde, je mehr Städte ich habe. Eine Stadt kann natürlich nur da gebaut werden, wo noch keine Stadt steht und wo auch keine gegnerischen Einheiten drinstehen. Stehen jetzt am Ende der Bewegung eines Spielers verfeindete Einheiten in einer Provinz, kommt es zum Kampf. Es würde auch zum Kampf kommen, wenn man jetzt in einer Barbarenprovinz steht. Die Feinheiten des Kampfs gegen Barbaren sehen wir gleich. Erstmal den normalen Standardkampf. Zunächst werden jetzt erstmal alle direkt am Kampf beteiligten Einheiten, also die, die zusammen in einer Provinz stehen, auf das Tableau gelegt. Hier unten kommen die Angreifer hin und hier oben die Verteidigereinheiten. Wenn eine Stadt angegriffen würde, würde die ebenso hier oben reingestellt. Außerdem kann der Verteidiger jetzt entscheiden, ob er Einheiten oder Erz aus seinem stehenden Heer nimmt und auch noch in die Schlacht wirft. Hat der Verteidiger bereits schon mal ein Barbarendorf erobert und hat den Effekt noch nicht eingelöst, dann kann er diese auch als Söldner anheuern und auch noch in den Kampf werfen. Wenn in der Provinz, in der gekämpft wird, vorher schon mal große Schlachten waren, dann liegen eventuell diese Tokens. Und das gibt dem Verteidiger dann nochmal einen Stärkebonus von 2 oder 1, die über diese grauen Würfel abgebildet werden. Außerdem kriegt der Verteidiger immer noch zusätzliche Stärkeboni, zum Beispiel wenn in der angegriffenen Provinz eine Stadt steht. Die ist dann extra befestigt und dafür gibt es dann auch nochmal einen Würfel. Oder wenn der Angreifer von der See aus angreift. Oder wenn die angegriffene Provinz auf einem Berg liegt. In diesem Beispiel sieht das vielleicht jetzt mal so aus. Jetzt wäre der Angreifer dran, seine Stärke festzulegen. Auch der Angreifer hat die Möglichkeit, Einheiten aus seinem stehenden Heer reinzuziehen. Oder Barbarenvölker als Söldner oder Erz aus seinem stehenden Heer. In diesem Fall hätte er 3 Einheiten aus einem stehenden Heer noch eingefügt. Dann wird geguckt, wer am meisten Einheiten hat hier. In diesem Fall wäre das der Angreifer. Der würde dann diesen sogenannten Stärketoken auf seine Seite legen. Es gibt noch 2 weitere Token, und zwar einmal den Moraltoken und den Mechaniktoken. Das Moralplättchen kriegt der, dessen Spielstand auf der höheren Stufe auf der Moralleiste ist. In diesem Fall wäre das der Verteidiger. Und das Mechanikplättchen bekommt der, der am weitesten fortgeschritten ist, auf der Mechanikleiste. Zum Beispiel so. Bei einer Landschlacht bekommt bei Gleichständen der Verteidiger eigentlich diesen Token. Bei einem Gleichstand bei der Stärke wird aber auch nochmal das stehende Heer der jeweiligen Kontrahenten verglichen. Von jetzt an ist der Kampf ganz einfach. Der Angreifer wirft den roten Würfel, der Verteidiger den grünen. Da sind genau 5 Symbole drauf auf diesen Würfeln. Eben genau diese Symbole,
die wir auch hier verteilt haben. Beziehungsweise das Schwertsymbol ist immer beim Angreifer und das Schildsymbol immer beim Verteidiger. Und immer wenn ein Symbol gewürfelt wurde, was bei mir liegt, kann ich bei der gegnerischen Mannschaft eine Einheit wegnehmen. Beim Würfeln ist es egal, wer das Symbol würfelt. In diesem Beispiel würden zum Beispiel zwei Einheiten vom Angreifer weggenommen, obwohl der dieses Schild gewürfelt hat. Es wird so lange gewürfelt, bis eine oder beide Parteien keine Einheiten mehr hier oben stehen haben. Ich kann jederzeit während einer Schlacht weitere Söldner für mich kämpfen lassen oder ich kann Mitspieler, mit denen ich eine Allianz habe, bitten, mir Einheiten zu schicken aus ihrem stehenden Heer. Die Kosten pro Einheit sind durch den Fortschritt des Alliierten auf der Mechanikleiste festgelegt. Wenn man Schläge anstecken muss, muss man zuerst immer eingesetzte Söldner, diese grauen Würfel, Erz oder Alliierte vom Kampftableau nehmen. Für weitere Schläge müssten dann die eigenen Vasallen herhalten. In unserem Beispiel wäre jetzt der Kampf so ausgegangen, dass der Angreifer noch zwei übrig hätte. Die dürfte er dann in die entsprechende Provinz legen. Wenn der Angreifer gegen eine Stadt gewonnen hätte, würde er aber dafür drei Moral verlieren. Hat er nur gegen einfache Vasallen gekämpft und nicht gegen eine Stadt, dann würde er ein Moral verlieren. Wenn er nur gegen ein Barbarendorf gekämpft hätte, dürfte er sich jetzt dieses Plättchen nehmen und würde auch keine Moral verlieren. Hätte der Angreifer gegen eine Stadt gewonnen, dann hätte er auch die Möglichkeit, diese zu ersetzen mit einer eigenen Stadt und mit allen damit zusammenhängenden Konsequenzen. Unter anderem müsste er zwei Nahrung abgeben und würde einen Erfahrungspunkt bekommen. Bei dem Spieler, der die Stadt verloren hat, wäre das genau umgekehrt alles. Wenn der Verlierer jetzt eine Provinz verloren hat, auf der es Güter gibt, müsste diese Güterplättchen jetzt an den Gewinner abgeben. Der Gewinner eines Kampfes kann seinen Triumphzug um ein Feld vorbewegen, der Verlierer muss einen rückwärts gehen. Landet der Gewinner auf einem schwarzen Feld, bekommt er einen Erfahrungspunkt. Würde er auf einem roten Feld landen, bekommt er drei Moralpunkte. Wenn der Verlierer von einem schwarzen Feld runterzieht nach der Niederlage, verliert er einen Erfahrungspunkt. Und wenn er von einem roten Feld runterzieht, verliert er drei Moral. Beim Kampf gegen Barbarendörfer ist es wichtig, in welcher Epoche der am weitesten fortgeschrittene Spieler steht. Das bestimmt auch die Epoche der Barbaren. Und je weiter die Barbaren fortgeschritten sind, umso mehr Milizen können sie zusätzlich zu diesem Barbaren-Token in den Kampf werfen. Die Moral der Barbaren ist immer bei Null und der Mechanikfortschritt schreitet auch mit den Epochen nach oben. Ansonsten verläuft der Kampf genauso. Nur, dass man gegen Barbaren nie Moral verliert. Barbarendörfer, die man gewonnen hat, kommen erstmal verdeckt neben das jeweilige Spielertableau. Sie haben auf der anderen Seite immer einen besonderen Effekt. Da kann man sich entscheiden, ob man das sofort umdreht oder erst später. Unter anderem kann es sein, dass Barbarenplättchen einem am Ende nochmal zusätzliche Punkte geben für gewisse Sachen. Das steht hier ganz gut auf dieser Seite beschrieben. Nur noch nicht umgedrehte bzw. eingesetzte Barbarenvölker kann ich als Söldner in meinen Kampf reinnehmen. Nach dem Kampf kommen die eingesetzten Barbarenvölker offen neben mein Tableau. Der Effekt kann dann nicht mehr eingestrichen werden. Es kann auch zu Seeschlachten kommen. Da wird die Stärke allerdings nur bestimmt über die Anzahl der teilnehmenden Flotten. Es können keine zusätzlichen Einheiten zugefügt werden. Außerdem hat der Angreifer im Falle von Gleichständen den Vorteil. Jetzt nochmal zwei wichtige Sachen. Sollte ich jetzt am Ende der Aktionsrunde mehr als ein Vasallen in Provinzen haben, werden die im Rahmen der Aufräumphase vom Brett genommen und zurück auf das jeweilige Tableau, auf das Feld der freien Vasallen gestellt. Erst wenn ich auf Landwirtschaftsstufe 2 und drüber stehe, darf ich zwei Vasallen pro Provinz behalten. Im Gegensatz zu den Landprovinzen kann ich auch Seeprovinzen so viele meiner Flotten stehen haben, wie ich will. Diese werden in der Aufräumphase nicht weggeräumt. Eine Möglichkeit, in diesem Spiel an Geld zu kommen, ist die sogenannte Handelsaktion. Wenn ich die mit einem oder mehreren Anführern aktiviere, komme ich gemäß dieser Kalkulation hier in diesem Feld entsprechend viele Goldmünzen. Das ist im Fall der Germanen 2 pro eingesetzten Anführer und dann gibt es noch jeweils ein Gold für Handelskontore, die ich besitze, und eingesetzte Luxusgüter. Außerdem eventuell noch Boni durch Fortschritt auf der Handelsfortschrittsleiste. Für Handelskontore und Fortschritte auf der Handelsforschungsleiste gibt es ja diese Tokens, sodass man das nicht immer mühsam errechnen muss. Die werden ja dann hier draufgelegt und werden dann einfach zusammengezählt. Eine weitere Möglichkeit, an Geld zu kommen, ist das Erheben von Steuern. Je nachdem, wie viele Städte ich bereits bauen konnte,
Und je nachdem, wie viele Anführer ich einsetze, bekomme ich entsprechend viele Goldstücke. Hätte ich jetzt zum Beispiel zwei Städte gebaut und würde einen Anführer einsetzen, würde ich genau 10 Goldmünzen bekommen. Hätte ich zwei Anführer eingesetzt, würde ich 20 bekommen. Aber Steuern eintreiben finden die Leute nicht so gut. Das Ganze muss ich mit Moralverlust bezahlen. Und zwar hier 3 pro eingesetzten Anführer und jeweils 1 pro Stadt, die ich gebaut habe. Solange ich noch keine Stadt habe, kann ich auch Steuern eintreiben, bekomme dann lediglich 6 Taler und verliere auch nur Moral durch meine Anführer. Eine weitere Aktionsmöglichkeit ist die Diplomatie. Dort gibt es insgesamt 3 Optionen, denen ich maximal 1 Anführer immer zuordnen kann. Die passen hier genau in diese Felder rein. Gehen wir sie mal Schritt für Schritt durch. Die erste Diplomatie-Option bedeutet, dass ich auf 3 meiner Vasallen auf meinem Volktableau verzichte. Die kommen ganz aus dem Spiel raus. Außerdem zahle ich noch 3 Gold und erhalte dann so einen zusätzlichen grauen Anführer, mit dem ich ab da auch Aktionen aktivieren kann. Die zweite Diplomatie-Option schützt mich vor Angriffen. Das kann ich immer machen, wenn ich in näherer Zukunft einen Angriff auf mich erwarte. Das bedeutet einfach, dass jeder, der mich in dieser Runde, nachdem ich diesen Anführer darauf gesetzt habe, angreift, muss das Ganze mit einem Moralverlust von 5 bezahlen. Auch wenn ein gegnerischer Spieler mich 2-mal angreifen würde, müsste er nur einmalig 5 Moral bezahlen. Die letzte Option kann auch nur ein Spieler einmalig in der Runde machen. Und zwar kriegt er dafür einen Erfahrungspunkt und darf die Zugreihenfolge der nächsten Runde völlig frei bestimmen. Damit das ein Spieler nicht jede Runde immer wieder machen kann, darf er diese Figur erst in der nächsten Aktionsrunde nach seiner ersten Aktion wieder runternehmen. Das Besondere ist, egal welche dieser Optionen ich ausführe, pro ausgeführte Option bekomme ich immer einen Vertragstoken. Die haben wir eben schon gesehen, damit kann ich zum Beispiel Handelskontore kaufen und müsste dann keinen Taler abgeben. Ich kann aber auch noch andere Sachen damit machen und dazu kommen wir jetzt. Wenn ich eine Diplomatie-Option ausgeführt habe, erhalte ich nicht nur zusätzlich auch einen Vertragstoken, sondern ich habe immer die Möglichkeit, dann nochmal 2 Sachen auszuführen. Und zwar könnte ich eine Provinz von einem Mitspieler abkaufen oder ich könnte eine Allianz mit einem Mitspieler eingehen. Wie das beides funktioniert, sehen wir jetzt gleich mal. Hier zeigen wir jetzt erstmal am Beispiel den Provinzkauf. Und zwar könnte ich jetzt mit einem Spieler, der über eine Flotte oder über mindestens ein Landfeld mit mir benachbart ist, eine Provinz abkaufen. In diesem Beispiel wäre das jetzt hier diese Provinz mit den Fellen. Der rote Spieler hätte da ein Auge drauf geworfen, weil er sich für dieses Luxusgut interessiert. Man sieht, die Zielprovinz muss nicht angrenzend sein zu den roten. Es reicht, wenn eine andere Provinz des blauen angrenzend ist. Der Grundpreis, den der kaufende Spieler jetzt anbietet, sind 5 Taler. Sollten auf der entsprechenden Provinz Luxusgüter sein, würde es nochmal 5 mehr kosten. Und sobald da eine Stadt draufsteht, würden es nochmal 5 mehr kosten. In diesem Beispiel ist nur eine Provinz mit einem Luxusgut. Das heißt, der rote Spieler würde 10 Münzen anbieten. Jetzt kann der blaue Spieler sagen, ja, gib mir die 10 Taler, die Provinz ist dein. Kommt quasi ein freier Vasall von seinem Volktableau da drauf. Der blaue Spieler übergibt den Feldtoken an den roten Spieler. Da muss beachtet werden, ob eine Kolonie entsteht. In diesem Fall würde eine Kolonie entstehen. Das hieße wieder 2 Moralverlust. Und dann wäre die Sache auch schon gegessen. Es kann aber sein, dass der blaue Spieler sagt, nein, möchte ich nicht. Dann hat der rote Spieler immer noch die Möglichkeit, wenn er 3 Vertragstoken hat, diese abzuwerfen, also zurück in die Schachtel, und den blauen Spieler dazu zu zwingen, die Provinz abzugeben. Mit den entsprechenden Folgen. Jetzt kommen wir zu den Allianzen. Auch hier kann ich einem angrenzenden Spieler anbieten, eine Allianz mit mir zu machen. Wenn er einwilligt, heißt das, dass sich diese entsprechenden Spieler einen Anführer austauschen, der dann fortan von dem entsprechenden Spieler auch ganz normal eingesetzt werden kann. Das soll nur zeigen, dass die beiden jetzt alliiert sind. Das heißt zum einen, dass auch wenn in Zukunft keine
direkte Verbindung mehr zwischen den zwei Völkern besteht, solange sie weiterhin alliiert sind, gelten sie für alle weiteren Regeln als angrenzend. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass sich alliierte Spieler immer in Kämpfen unterstützen können. Dazu sehen wir gleich noch genaueres bei den Kampfregeln. Ein weiterer Vorteil der Allianz ist, dass beide beteiligten Spieler 2 Moral hinzugewinnen. Das bedeutet dieses Piktogramm hier. Außerdem erhalten beide Spieler einen Erfahrungspunkt. Auch hier hat der rote Spieler die Möglichkeit wieder, wenn der blaue Spieler sich weigert, einfach 3 Vertragstoken, die er gesammelt hat, abzuwerfen und ihn zu dieser Allianz zu zwingen. Wenn man die Allianz wieder auflösen will, kann man das zum einen einvernehmlich machen. Das wäre der einfachste Fall. Einfach wieder ohne Aktion die Anführer austauschen und wieder getrennt seiner Wege gehen. Oder man kündigt die Allianz einseitig, indem man den Alliierten angreift. In diesem Fall würden die Anführer auch wieder ausgetauscht. Die Allianz wäre hinfällig. Beide Spieler würden einen Erfahrungspunkt verlieren. Der Angreiferspieler würde 5 Moral verlieren und der andere Spieler 2 Moral. Könnte aber auch wieder eine Diplomatieaktion verwenden und für die Abgabe von 3 Vertragstoken eine Aufkündigung einer Allianz erzwingen. Eine weitere wichtige Aktion ist die Fortschrittsaktion. Hierdurch kann ich auf den einzelnen Fortschrittsleisten vorankommen, wenn ich diese mit mindestens einem Anführer aktiviere. Der Germane hat jetzt hier noch eine Spezialfähigkeit. Da gehe ich nicht im Detail drauf ein. Die Spezialfähigkeiten der einzelnen Völker sind auch nochmal in der Spielanleitung gut beschrieben. Also in diesem Beispiel hätte ich diese Aktion jetzt mit einem Anführer aktiviert. Das heißt, ich kann jetzt auf irgendeiner dieser 6 Forschungsleisten einen Stein eine Stufe weiterziehen, muss dafür aber entsprechend Gold abgeben. Wenn ich der Erste bin, der die entsprechende Fortschrittsstufe erreicht, muss ich entsprechend diese Kosten bezahlen. Also von der 0. Stufe auf die Erste 4 Gold, von der Ersten auf die Zweite 8 Gold und so weiter. Würde aber auch als Pionier dieser Fortschrittsstufe immer einen Erfahrungspunkt bekommen. Wenn vor mir schon einer auf dieser Stufe stand, kann ich die sogenannten geringeren Nachzüglerkosten bezahlen. Wichtig, jede Stadt, die ich bereits gebaut habe, verringert meine Kosten um 1. Jetzt kommen wir noch zu ein paar Besonderheiten. Ab Stufe 2 eines jeden Fortschrittszweiges ist es wichtig, dass auch angrenzende Fortschrittszweige entsprechend entwickelt sind. Das sieht man immer an diesen Durchgängen hier. Das heißt, wenn ich hier von Stufe 1 auf Stufe 2 mich weiterentwickeln will und ich habe nicht diese Stufe 1 hier bereits entwickelt, kommen zusätzlich zu meinen Kosten noch 2 Taler Strafkosten. Diese Strafkosten erhöhen sich, je weiter wir nach oben kommen. Und wenn ich ganz nach oben will, ohne dass diese Stufe und diese Stufe entwickelt sind, müsste ich sogar 20 bezahlen. Wenn nur eine Stufe von den beiden fehlt, dann nur 10 und wenn beide entwickelt sind, natürlich keine Strafkosten. Es gibt noch ein paar Besonderheiten. Immer wenn ich auf der Mechanik Fortschrittsleiste einen Fortschritt mache, kann ich automatisch einen freien Vasallen in mein stehendes Heer packen, ohne dafür Geld zu bezahlen. Ähnlich bei der Navigation, wenn ich hier voranschreite, habe ich auch hier die Möglichkeit, aus meinen freien Vasallen einen zu nehmen und kostenlos als Flotte einzusetzen. Eine Möglichkeit, die Moral seines Volkes zu erhöhen, ist die Aktion Brot und Spiele. Hier bekomme ich Moralpunkte, je eingesetzten Anführer und je eingesetztes Luxusgut. Über Fortschritt hier auf dieser Kulturleiste kann ich auch diese Booster-Token kriegen. Die werden dann auf dieser Aktion platziert und bis zum Ende des Spiels gibt es da jeweils einen Moralpunkt extra. Wenn ich im Laufe einer Runde dann irgendwann genug Bedingungen erfüllt habe, um in einer Epoche aufzusteigen, kann ich eine Revolution auslösen, indem ich das Revolutionsaktionsfeld aktiviere. In diesem Fall passiert jetzt das Folgende. Angenommen, der rote Spieler hätte jetzt 2 dieser 3 Bedingungen hier unten erfüllt, dann könnte er eine Revolution ausrufen und könnte seinen Stein hier aus der Steinzeit ins Bronzezeitalter schieben. Dafür bekommt er schon mal 2 Erfahrungspunkte. Nachzügler würden nur einen Erfahrungspunkt bekommen. Außerdem darf er sich für eine der 2 offen ausliegenden Erfahrungskarten entscheiden, die dann entsprechend gewertet wird.
Boni in den anderen Epochen können zum Beispiel auch sein, dass meine Moral steigt oder dass ich zusätzliche Token, Nahrung bzw. Handel bekomme. Alle Boni, die über solche Tokens abgebildet werden, gelten nur für die entsprechende Epoche. Wenn ich weiterziehe, sind diese wieder weg. Anführer und zusätzliche Moral kann ich behalten bis zum Spielende. Nach der Revolution bzw. dem Fortschreiten in die nächste Epoche endet der Zug dieses Spielers. Auch wenn er noch Anführer zur Verfügung hat. Das heißt, man muss schon abwägen, zu welcher Zeit ich die Revolution ausrufe. Denn wenn ich nach der Revolution noch von einem anderen Spieler angegriffen werde, habe ich dadurch immer einen Malus von 1. Das sehen wir gleich noch bei den Kampfregeln. Nochmal zur Erinnerung, die Aktionsphase endet, wenn alle ihre Anführer eingesetzt haben. Dann kommt es zur Autoexpansion. Und zwar bei allen Spielern, die vorher hier nicht diese Expansion aktiviert haben. Bei diesen Spielern wird die Aktion jetzt doch durchgeführt. Nach dem Motto, ein Volk pflanzt sich auch dann fort, wenn der Anführer es nicht befiehlt. Jetzt kriegen wir zwar nicht den Bonus, den wir kriegen würden, wenn wir einen Anführer einsetzen, aber wir können jetzt immer noch Luxusgüter, die wir in der Aktionsphase nicht eingesetzt haben, auch für die Autoexpansion einsetzen und würden dann noch zusätzliches Wachstum bekommen. Aufräumphase, ganz kurz schon gesagt, nochmal zur Erinnerung, alle eingesetzten Einheiten kommen runter, neben das Tableau. Eingesetzte Militäreinheiten kommen wieder in die Regular Army und überschüssige Vasallen kommen aus den Provinzen zurück auf das Feld der freien Vasallen. Jetzt haben wir alle Regeln gehört. Jetzt nur noch mal zur Erinnerung, durch welche Effekte ich meine Moral erhöhen kann und wie ich an Erfahrungspunkte bzw. Siegpunkte komme. Fangen wir mit der Moral an. Wenn ich auf dem Fortschrittsbaum im Bereich Kultur voranschreite, bekomme ich diese Extra-Marker und dadurch kann ich in der entsprechenden Aktion zusätzliche Moral kriegen. Oder wenn ich Allianzen mache mit anderen Spielern, sprich einen Anführer austausche, wenn ich ein Handelskontor mache, wenn ich fortschreite in der Epochenleiste, kann es sein, dass ich zusätzliche Moralpunkte kriege. Wenn ich nach einem gewonnenen Kampf auf einem roten Feld lande, wenn ich auf Wachstum von 3 Einheiten verzichte, wenn ich auf der Kulturleiste so voranschreite, wenn ich Steuer eintreibe, verliere ich Moral. Wenn ich Städte gebaut habe, verliere ich sogar untenmäßig Moral. Wenn ich nicht aus meinen freien Vasallen wachse, sondern von einer Stadt Vasallen wegnehmen muss, dann verliere ich da pro Vasall 2 Moral. Oder wenn es zu einer Kolonie kommt, verliere ich auch nochmal 2 Moral. Wenn ich hier unten stehe und zusätzlichen Moralverlust habe, bekomme ich für jeden Schritt, der zusätzlich wäre, einen Erfahrungspunkt abgezogen. Auf der anderen Seite kriege ich dafür zusätzliches Gold. Erfahrungspunkte gibt es, wenn ich in den Epochen voranschreite, wenn ich Städte baue, wenn ich nach gewonnenen Kämpfen auf einem schwarzen Feld lande, bei der Wertung von diesen Einflusskarten, wenn ich Allianzen bilde, wenn ich der Erste bin, der ein Fortschrittsfeld betritt oder am Ende durch rote Barbarenvölker gemäß dieser Seite. Wenn jetzt in der letzten Phase ein Spieler eine Zielendbedingung erreicht hat, kommt es zur Endwertung. Der beendende Spieler darf jetzt erstmal die 2 offen ausliegenden Erfahrungskarten auswerten. Da gibt es für den ersten Platz 3 Siegpunkte und für den zweiten Platz 1 Siegpunkt. Das Ganze wird dann wie gehabt auf der Erfahrungsleiste vorangeschritten. Zusätzlich gibt es nochmal entsprechend viele Punkte für die Moral. Dann darf jeder Spieler seine verdeckte Erfahrungskarte werten. Würde sich der Besitzer der Karte den ersten Platz im Vergleich mit einem anderen Spieler teilen mit einem anderen, dann würde er aber nur 2 Punkte bekommen. Gegebenenfalls werden dann noch rote Barbarenvölker gewertet. Und wer am Ende am meisten Erfahrungspunkte hat, gewinnt. In diesem Sinne, Game on!